Ja, okay. Das heißt, ich muss jetzt Pizzen ausliefern. Yay. Ja. Klar, ich werde machen. So. Das ist nicht schön, aber kann ich schnell ausgleichen. Halben Tag schon wieder rum. Stopp. Ah, okay. Scheint, als sei gewürzte Pizza sehr beliebt. Ah, das Geschäft brummt. Willst du die gewürzte Pizza probieren? Die geht auf mich. Jep. Grüne Krümel, her damit. Da kommt der Speziallieferauftrag. Kein Problem. So. Ich bin hier, um Mark zu treffen. Ins Gesicht. Oh Gott. Hast du Bill besiegt? Genau, du bist als nächstes dran. Ich bin nicht wie mein Bruder. Mach dich bereit für Schmerzen. Okay. Ja, wobei er nicht wirklich wesentlich imposanter aussieht als sein Vorgänger. Nimm die mal raus. Mach dafür den Clothesline, den da und. J-Dreierschlag, auch wenn er nicht funktioniert, einfach nur um es doch voll zu kriegen. So. Und weg. Sehr schön. 8 Talentpunkte, müsste jetzt wieder ein neues Talent geben. Ich war wohl nicht richtig vorbereitet. Du gewinnst. Wow, sein Stab war echt gefährlich. Naja, aber du hast gewonnen. Daran könnte ich mich gewöhnen. Komme später wieder und kämpfe gegen Gabe, den stärksten Bruder. Das war seltsam. Ja, allerdings mache ich das nicht jetzt, weil ich müsste zwischendurch trainieren, sonst geht das alles runter und runter ist nicht gut. So. Schlagmodifikator. Alle deine Schläge verursachen Energie deines Gegners mehr Schaden, wenn aktiviert. Das klingt sehr gut. Aus, raus, nach Haus. Kleinigkeit essen und die Sachen wieder hochbringen. Riecht furchtbar, schmeckt sogar noch schlimmer. Aber 50 Energie und Happiness und hält 6 Ladungen. Also das, ne? Hätte man das früher gehabt, hätte das richtig gut helfen können, die Amateurliga schnell zu gewinnen. Was dann auch diese Geschichte mit innerhalb von 120 Tagen zu gewinnen erklärbar macht. Wenn man halt genau zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Weg geht, dann passt das auch. Dich noch ein bisschen höher, dich auch noch ein bisschen höher, damit du nicht runterfällst und dann Pizza austragen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt 3-4 Mal den Timer unten durchlaufen lassen, bis wir gegen Gabe kämpfen können. Aber dann ist es halt so. Du da noch trainieren. Mhm. Achso, und spaßeshalber wollte ich noch das letzte Trainingsgerät kaufen. Einfach nur, um zu gucken, ob vielleicht doch noch bessere Varianten von den Trainingsgeräten freigeschaltet werden. Obwohl ich es jetzt fast gar nicht mehr brauche. Und hat er echt keine Halterung? Warte mal. Guckt euch mal die Metallstangen da an. Da fehlt was, oder? Ach wo, er ist so stark. Er muss niemals die Hantel ablegen. Ach ja, gut. Also ich weiß bei solchen Dingen halt nicht, ob das Absicht ist oder... Ne? Also es könnte ein verstecktes Easter Egg-Ding sein. Aber wahrscheinlich eher nicht. So, du dahin. Essen, ich müsste bald wieder zu Apu. Kleines Nickerchen noch.
Und es ist so schön entspannt, jetzt wo man Profi ist. Den ganzen Tag nur im Bett liegen und Pizza verteilen. Also mit entspannt meine ich, es ist Geld da, die Stats sind okay, ich weiß, dass ich die meisten Kämpfe gewinnen könnte mit ein bisschen Anstrengung und. Das ist halt sehr schön. Und man kann durchgehend den Bus nehmen. So, du. Ich nehme mal nicht mehr, nur für den Fall, dass die Sportgeräte doch teurer waren, als ich sie in Erinnerung hatte. Hey. 250. Und es kommen keine neuen. Ja, schade. Ich habe auch kein Achievement dafür, dass ich alles leer gekauft habe. Oh, ist enttäuschend. Na gut, du dahin. Und ich liefere sofort Pizza aus. Also ich hätte auch erstmal fragen können nach noch einer Speziale, aber ich bin mir relativ sicher, dass das erst freigeschaltet wird, wenn ich hier genug gemacht habe. Also, erstes Mal durch. Check. Keine anstehenden Kämpfe, ja. No. Zweites Mal durch. Mal gucken, ob hier auch die Negativ-Smileys kommen, wie beim Presslufthammer. Na, erstmal ein Stückchen trinken. Also bisher nicht. Drittes Mal. Reicht das vielleicht schon? Du Spezial? Ja, geht wieder. Sehr schön. Willst du die Gewürze Pizza? Ja, will ich. Ist auf 14 gefallen, aber sollte trotzdem passen, oder? Komm raus, Gabe. Er will nicht rauskommen, tut mir leid. Aber auf dem Schild stand, dass ich Gabe besiegen soll. Das Achievement-Schild da. Okay, in dem Fall gewinnst du... Was? Geschafft, was für ein Glück. Ernsthaft? Das war aber einfach. Dann bist du bestimmt auch bereit, gegen unseren vierten Bruder Steve anzutreten. Was? Ich dachte, er wäre der Beste. Siege Steve, den letzten Ninja-Alligator. WTF. Und hat diesmal nicht mehr gesagt, dass es seltsam war. Weil es so seltsam war. Okay. Erst müssen wir mehr Bestellungen machen. Das ist dann okay. Start. Und den gießt gleich aus. Das heißt, wir werden nicht mehr weiter trainieren, weiter arbeiten können. Jo. Also ab nach Hause. Dahin. Und unbedingt trainiert. Das geht echt nicht, dass sie es jetzt so runterreißen. Sie können doch einen Schluck aus der Pulle nehmen. 50% ist jetzt, ne, nicht wirklich nötig, aber ich will mal gucken, ob das wirklich, ja, sind wirklich 6 Ladungen. Sehr schön. Dann da lang trainieren. Okay. Also, dich wieder auf 9,2, dich wieder auf 15,2. Dann Pizzen austragen bis zum Get-No. Also anscheinend muss man es dreimal durchlaufen lassen. Dann gegen Steve, den allerletzten Alligator-Ninja, antreten. Und dann bleibt nur noch der Don. Wobei ich es immer noch komisch finde, dass man da keine Wahl hat. Also, dass Don wirklich der einzige Weg ist. Außer ich übersehe irgendwas. Nee. So, das ist mehr als 9,2. Geht daran. Oh, und keine Buffs ist auch doof, ne? Also sollte ich vor dem Don vielleicht noch Roy und Adrian vorbereiten. Also mit Geschenken, Reden, Motorklopfen und so weiter. Damit, falls der Don sofort irgendeinen Superfight für uns hat, wir den einen Tag nur brauchen, um uns trainingstechnisch vorzubereiten. Ein bisschen mehr noch. Tag ist gleich rum. So. Ja, ist mir schon wieder runtergefallen. Okay, wieder an. Jo, hat gereicht. Sehr schön. Wird wieder runterfallen, da bin ich mir relativ sicher. Ich brauche unbedingt Buffs. Geh.
Da, essen. Und wieder rein. Hallo Casey. Du, Pizza austragen. Eins. Zwei. Reicht zwei vielleicht schon? Nee, okay. Also wirklich dreimal. Das heißt, das könnte man dann auch optimieren. Bei einem sogenannten Speedrun. Dass man halt dreimal hier austrägt, den Kampf macht, dann zur Bar geht, da den Kampf macht, dann Amateur-Liga-Kämpfe und, ne, Hackmack hin und her. So, und letzter Fight. Komm, go, 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 go. Du sagst immer das Gleiche, das kann ich also weglegen. Zeig mir Steve. So, komm aus dem Gully, Steve. Du hörst ein unheimliches Geräusch. Nunchucks! Ich bin hier der Stärkste. Dieses Mal hast du keine Chance. Wie dieses Mal. Achso, ist bestimmt immer dieselbe Alligator-Geschichte, die sich nur anders anzieht. Jetzt kommt's raus. Sowas hast du. Unbarmherzige Aggression. Je mehr Ausdauer du hast, umso weniger Schaden erleidest du. Ja, macht aber nicht viel Schaden mit 7 Stärke. Er hat keinen Block. Den mal raus und den rein. Das sieht gut aus. Jo, go. Ash, hau mal zurück. Aber ich durch... Ich, das verliere ich. Eine Energie nur. Kann schauen. Okay, das war gut mit dem wieder aufstehen. So klappt das nicht. Ich... Alle deine Schläge vor so einer Energie, das geht erstmal Schaden. Ja, nimm den Dreierschlag raus, nimm den rein. Versuch jetzt, ihn runterzubekommen. Ja, 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 sehr gut. Sehr, sehr gut. Win. So, 8 Talentpunkte, 30 Happiness, bisschen Gesundheit verloren, ist okay. Das war ein guter Kampf. Und fertig. Du hast es wirklich geschafft. Darf ich dich jetzt dann dienen? Den verstehe ich nicht. Ich hätte irgendwie damit gerechnet, dass es noch Shredder kommt oder so. Wo dieses komische Gehirn. Ha, ich glaube, wir haben keinen Bruder mehr übrig. Du bist ein mächtiger Krieger. Was möchtest du als Belohnung? Wäre aber schön, wenn ihr die ganzen Pizzen endlich bezahlt. Euer Base are belong to us. Das war eine große Ehre, gegen euch zu kämpfen. Ich glaube, ich bin dazu geneigt. Also das könnte man nehmen, wenn man Geld braucht. Was nicht mehr der Fall ist. Das heißt, ich nehme das da. Freut uns, dass dich das freut. Haha. Unser Sensei will mit dir reden. Er denkt, du bist der Auserwählte. Oh, Splinter. Splinter lebt. Du hörst ein Ächzen und Stöhnen. Du bist ein sehr komischer Splinter. Aber das macht Sinn. Da hast du ja auch keine Schildkröten, sondern Alligatoren. Du hast ja unsere Achtung verdient und als Zeichen unseres Respekts lehre ich dich einen mächtigen Angriff. Schwanzfeger. Jetzt kennst du einen mächtigen Angriff, den Schwanzfeger. Es gibt nur ein Problem. Du hast keinen Schwanz. Komm uns mal wieder besuchen, wir würden uns freuen. Kann ich hier irgendwas noch anklicken? Nee, kann nur ein ganz kleines bisschen hin und her gehen. Da. Da sind ganz schön viele Sachen inzwischen. Das mit dem Schwanzfeger verstehe ich jetzt echt nicht. Ich habe keine Ahnung. Wird vielleicht random irgendein Zusatzangriff sein, den man machen kann? Egal. Raus hier. Achso, und wir können da auch wirklich hingehen, gezielt. Aber wir können da nichts machen. Ja, gut. Okay, dann auf zu Adrian und Roy. Hier vorbereiten und dann geht's nächste Folge zum Don und wir schauen dann mal, was denn da alles noch so geht. Also ob es noch eine neue Liga gibt, ob wir dann auf die Insel geschickt werden oder was auch immer da noch so alles kommen kann. So, schlaf. Zack. Und wir sehen uns dann gleich wieder.